Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einer neuen Folge von FIFA 18 Mobile. Heute Vormittag habe ich eigentlich gedacht, boah, geil, endlich mal nicht so warm. Und jetzt sitze ich hier um 16.53 Uhr, nehme die Folge für den heutigen Abend auf für 20 Uhr, weil ihr wisst ja, 20 Uhr ist die FIFA Mobile Packs Trader Zeit. Und ich sitze hier schon wieder da, sitze am PC und schwitze. Obwohl ich nicht mal was mache, Leute. Das ist so wieder so warm bei mir. Das ist ja nicht mehr normal, Leute. Das ist ja echt nicht mehr normal. Erstmal hier alles ablehnen. Und ich hoffe, Leute, ich hoffe, dass ich morgen zum WM-Modi, zum WM-Modus streamen kann. Also ich versuche alles daran zu setzen, dass ich halt morgen einen Stream raushaue zum neuen Modus, meine lieben Freunde. Der wird ja morgen erscheinen am 6.6. Die Frage ist halt, wird der gleich um 0 Uhr released? Wird der frühs irgendwann um 7 released? Wird der um abends irgendwann 18 Uhr oder 19 Uhr released? Wird der vielleicht erst perfekt zum Update, sage ich mal, um 21 Uhr released? Das wissen wir alle leider nicht. Das heißt, bloß abwarten, Leute. Abwarten, jawohl, Leute. Und wir gehen jetzt erstmal rein. Ich glaube, ich habe einige Ligapunkte sogar. Glaube ich, hoffe ich. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht nachgeguckt vor der Folge. Wie viel habe ich denn? 24 habe ich wieder am Start. Das gefällt mir doch mal. Wir könnten... Leute, ich hole mir wieder die Spielerpacks hier. Und ich hoffe, dass wir dieses Mal den ein oder anderen Elite-Spieler bekommen. Elite wäre nice, würde ich mit zufrieden sein. Im ersten Pack haben wir leider zwei Goldspieler. Weiter geht's mit dem zweiten Pick. 8 können wir ja insgesamt hier öffnen. Das zweite Boje. Und nur ein Spieler. Boje. Geil, ey. Den habe ich mir schon immer gewünscht. Kappa. Kappa Klaus Nikolaus. So, drittes Pick. Und Altintop. Halil Altintop, Leute. Halil. Halil ist der, der bei Schalke gespielt hat. Ne? Und Hamid war auch der, der bei Bayern gespielt hat. Hamid und Halil. Die Altintop-Brüder. Harid! Harid! Gerade Schalke angesprochen und jetzt kommt ein Schalker hier. Aber ich möchte doch einen Elite-Spieler hier. Ich möchte einen Elite-Spieler. 4 Packs kann ich noch öffnen. Und im nächsten haben wir Hector Verdes und Obita. Also Packluck ist heute mal sowas von nicht am Start. So, weiter geht's. Oh, hier haben wir 4 Spieler. Bustinza, De Roon, Fabio Contrao, jawohl! Rashford! Boom! Nice! Das war ein richtig geiles Pack. Auch wenn der Elite-Spieler jetzt nicht so eine gute Bewertung hat, weil 80 ist die geringste Bewertung, die ein Elite-Spieler haben kann. Aber da waren 4 Spieler drin. Sogar ein 74er und Contrao ist in Ordnung. Und noch ein Rashford, den man hier quasi umsonst bekommt, weil... Man hat ihn ja umsonst bekommen, Leute. Man hat ihn umsonst bekommen. Und das ist halt natürlich richtig nice. Und dann beschwere ich mich natürlich auch nicht, wieso der Elite-Spieler nur 80 hat. So, Novak. Philipp Novak. Leute, und ab morgen heißt es WM in FIFA Mobile. Oh yeah, Leute. Es ist so heftig. Ich freue mich sowas von drauf. Wallace. Und der nächste. Laporte. Nice, Leute. Am Ende war es doch richtig nice hier. Laporte und Rashford, zwei Premier League Spieler aus den Elite-Backs hier rausgehauen. Das gefällt mir mal richtig, Leute. Das ist echt mega nice. Echt richtig, richtig cool. Jetzt können wir vielleicht noch eine SBC machen. Aber jetzt haben wir ja zwei Elite-Spieler mehr zur Auswahl, aber die lohnen sich ja, oder? Nee, also hier hinten habe ich eigentlich gar keine Lust, weil dafür muss ich so viel wieder raushauen. Dann hole ich mir lieber jetzt hier... Hier, 75 Skill Boost. Sollen wir die holen hier? 78. Ach, das kriegen wir ja locker hin. Das kriegen wir locker hin. Dann nehme ich hier den Limina. Obwohl, nee, ich nehme nicht den Limina. Habe ich nicht nur 78er hier? Ich stelle mal 77 bis 79 ein. Garantiert wird mir jetzt ein... Als erster Spieler, Leute. Auf Ansage kommt jetzt ein 75er. Als erster Spieler. Oh, doch nicht. Hier, Ginzek, zack. Ginzek. Dann haben wir... Pitman und den guten, kann ich noch einen 77er? Das reicht sogar. Wallace, gerade gezogen und jetzt hier für eine SBC. Zack, 75 Skill Boost.
Da lasse ich natürlich nicht lumpen, nehme ich natürlich gerne mit. Und das Ganze mache ich jetzt noch zweimal, weil, Leute, Skillboosts sind ganz, ganz wichtig in FIFA Mobile. Somit verbessert ihr eure Teams sehr schnell. Es sei denn, ihr seid schon, sage ich mal, etwas fortgeschritten und habt schon sehr viele Skillboost-Karten gesammelt. Dann nützt es, dann braucht ihr halt so viele, um halt bei den Level da aufzusteigen. Aber die nimmt man natürlich trotzdem immer gerne mit. Was ist denn jetzt hier los? Zweimal? Hä, wer spielt denn? Ach, hier, die beiden da. Die beiden! Nämlich, ach so, Langkamp geht auch nicht. Hier, Labon. Pabon, nicht Labon, Pabon. Der geht hier und dann nochmal 75 Skillboost. Das heißt, ich bekomme jetzt hier quasi umsonst 225 Skillboost-Karten und vielleicht bringen die uns hier weiter. Vielleicht können wir jetzt echt einen Skillboost danach verbessern. Das wäre natürlich richtig nice. Aber ansonsten fehlt halt dann nicht mehr viel bis zum nächsten Upgrade. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen mache ich die SBCs eigentlich immer mit den Skillboost-Karten, weil die halt billig sind und ich eh Spieler im Verein habe, die ich nicht mehr brauche. Und was soll ich damit, Leute? Verkaufen bringt es auch jetzt hier nicht. Einen Langkampf zu verkaufen, der bringt vielleicht 20.000. Ich weiß es nicht mal. Vielleicht. Okay, vielleicht sogar 50.000, aber mehr auch nicht. Dann nehme ich lieber die Skillboost-Karten mit hier. Und jetzt bin ich echt gespannt. Hat das was gebracht? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir hatten vorher da schon 17 stehen. Aber. Aber, ihr seht es, Leute. Es fehlen nur noch 10 Karten bei Manndeckung. 10 Skillboost-Karten bei Manndeckung. Und dann haben wir Sergio Ramos auf 103. Und das ist natürlich mega. So viele Karten fehlen auch nicht mehr bei lange Pässe. Ich glaube, das ist Meier. Genau. Arne Meier auf 104. Wir können ja mal gucken, ob wir einen Spieler verbessern können. Also, Arne Meier, wer hätte ich da nichts gegen, ne? Wenn wir den Jungen verbessern können hier. Aber ich glaube, das wird hier nicht ausreichen. Na? Nee. Dann müsste ich alle Spieler dafür reinhauen. Um Arne Meier zu verbessern. Okay, das. Aber wir könnten Dele Alli nehmen. Aber der bringt ja auch nur 33.000. Ah, nee. Das machen wir auch nicht. Ja. Ansonsten können wir eigentlich gar keinen Spieler verbessern. Wir könnten natürlich warten auf. Kann man die jetzt eigentlich schon kaufen? Ich glaube erst ab 6.6., oder? Ich suche mal Kimmich. Ich glaube ab 6.6. war das erst und nicht heute schon. Weil ich wollte mir eventuell Kimmich holen. Ja, geil. Leute, das ist Kimmich. Der Kielmühle, ne? Der Kimi. Keine Ahnung, wie viel der hat. Ich kann auch ganz einfach, obwohl ich kann ja nicht mal nachgucken, ne? Das TOTS-Event ist ja jetzt vorbei. Doch, dann kann man die doch eigentlich schon kaufen. Oder EA hat das Ganze wieder verbockt und die kann man nicht kaufen. Können wir ganz einfach austesten mit Salah. Obwohl, wenn ich den da auf dem Markt versuche anzubieten, dann ist der ja weg. Also sind die Skill, dann ist die Verbesserung weg. Ne, das kann ich auch nicht machen. Das kann ich nicht machen, aber Salah hatte 95. Den können wir ja mal nachschauen. Salah, di. Okay, Salah. Okay, 17 Millionen für den Recordbreaker. Holy moly. Alter. Und den Tots gibt's gar nicht. Alter Falter. Ohne Witz. Hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, Hummels hatte 92. Wahrscheinlich kann man die noch gar nicht anbieten, so wie wir EA kennen. Ja, also anscheinend gibt es die leider noch nicht hier. Dann müssen wir ja mal die Tage schauen, ob wir die auf dem Markt finden. Aber die Tage, Leute, sind wir alle im WM-Hype. Der WM-Hype wird jetzt auch noch bis zum Ende der WM gehen, Leute. Sollen wir noch Weltmeister, also wenn wir Weltmeister werden, geht der WM-Hype halt sogar noch weiter. Obwohl, wenn wir auch im Halbfinale rausfliegen, bin ich trotzdem noch auf das Finale gehypt. Ist ja klar, Leute, weil, Leute, ich bin so gespannt auf die WM. Ich werde so viele Spiele schauen, aber das habe ich euch schon so oft erzählt und gesagt. Und wir gehen rein in Versus Angriff. Da habe ich jetzt nochmal Lust drauf, schön ein, zwei Spiele reinzuhauen hier. Ich denke mal, zwei machen wir. Also, let's go. Let's go! So, der erste Gegner hat natürlich, ich denke davon aus, wieder ein schwächeres Team. 88, weil ich halt immer noch auf Boot 3 rum. Ja, das ist. Ich muss halt mehr spielen, aber nee, mache ich halt nicht, ne? Deswegen bin ich immer noch da unten. Also, es ist einfacher für uns, Leute. Können wir hier
locker easy gewinnt in den Folgen. Also perfekt. Perfekt. Kommt Thiago Silva. Wir können ja mal gleich wieder Longshots probieren mit Roberto Carlos. Die mache ich immer gerne. Roberto Carlos, Leute, ist Carlos. Roberto Carlos ist der Longshot-Taker Nummer 1. Das ist einfach so. Und ich habe noch kein Tor gemacht. Das ist eigentlich peinlich. Sadio Mané macht jetzt hier das erste. Und Firmino wahrscheinlich. Okay, nicht das zweite. Weil der Keeper da doch noch nach rechts gegangen ist. Firmino jetzt aber. Jetzt macht er das zweite. Ich würde sagen, ab dem 3-0 machen wir dann mal ein paar Longshots mit Roberto. Roberto Ka. Was? Reus, was ist da los bei dir? Sonst machst du auch immer alles rein. Der Marco, aber dafür macht Ramos hier. Leute, Karius wurde anscheinend von Sergio Ramos, nicht anscheinend, sondern er wurde getroffen, das hat man ja auch gesehen. Bei dieser einen Ecke, glaube ich, war das oder so. Und er hatte eine Gehirnerschütterung. Und die Frage ist jetzt, hat er deswegen die Fehler gemacht? Kann ich mir eigentlich im besten Willen nicht vorstellen, weil er hat ja doch trotzdem noch ein paar gute Paraden gehabt. Aber es kann natürlich sein, dass er ein paar Aussätze hatte und deswegen diese Fehler gemacht hat. Kann alles sein, aber das Spiel ist gegessen. Real Madrid ist Champions League-Sieger. Punkt. Das Spiel wird jetzt nicht deswegen wiederholt. Aber Ramos ist trotzdem so ein kleiner Frechdachs, ne, der Sergio Ramos. Muss man echt sagen, aber bei diesem Foul, wo er da Karius am Kopf da trifft, kann man jetzt ihm nicht die Schuld geben, weil es war. Nee, das geht nicht. Mehr kann man Ramos die Schuld geben beim Foulspiel an Mohamed Salah. Da definitiv. Aber auch nicht so zu 100%, ne? Er reißt ihn da zwar runter, aber war es seine Absicht, Salah zu verletzen? Ja, ist auch eine Unterstellung. Sieht natürlich dumm aus, was er da gemacht hat, aber ob es jetzt seine Intention war, da Salah zu verletzen und. Ja, kann ich mir eigentlich im besten Willen auch nicht vorstellen. Aber ja, ne? Es war schon spielentscheidend, sage ich mal. Danach, die ersten paar Minuten war Liverpool deutlich besser als Real. Und ich habe gedacht, ja komm, Liverpool, wenn die so weitermachen, können die sogar schaffen, Real zu besiegen. Und nachdem Salah ausgewechselt wurde, geht rein, lol, hat Liverpool halt nicht mehr so gespielt wie vorher. Die ganze Mannschaft war quasi schockiert nach dem Foul von Sergio Ramos und nach der Auswechslung von Mohamed Salah. Und ich habe schwache Verbindung. Man kennt ihn. 5-1 Salah. Oh yeah. Komm, Reus, packt auch nochmal einen hinterher hier. Zack, 6-1. Vielleicht schaffen wir jetzt zweistellig hier zu gewinnen. Haben wir ja gestern in der Folge leider nicht geschafft. Habt ihr ja wahrscheinlich gesehen. Wer die gestrige Folge noch nicht gesehen hat, checkt einfach unten in der Videobeschreibung den Link dazu aus, da habe ich euch die gestrige Folge verlinkt. Ist immer verlinkt, Leute, wer also eine Folge schaut und die Folge zuvor sehen möchte, kann unten in die Videobeschreibung gehen, da ist immer die letzte Folge verlinkt. Leute, kann ich euch nur ans Herz legen. 15 Sekunden haben wir noch Zeit, um 2 Tore hier zu machen und vielleicht hier insgesamt hier 10 zu machen. Ist eigentlich ein Muss gegen so einen Gegner, 93, ich habe 11 Bewertungen, besser muss man eigentlich zweistellig gewinnen, wenn man sich halt ein bisschen Mühe gibt. Und da ist das 10. perfekt zum Abschluss hier von Marco Reus, der auch für mich gesetzt ist in der deutschen Nationalmannschaft. Weil Leroy Sané ist ja nicht dabei, Leute. Das ist das nächste Ding. Aber egal, ich bin jetzt an dieser Stelle raus. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst ein Abo da. Ja, und dann sehen wir uns hoffentlich morgen. Also wir sehen uns auf jeden Fall morgen um 20 Uhr in einem Video. Aber vielleicht sehen wir uns auch morgen in einem Stream. Ich versuche, Leute. Ich versuche zu streamen. Wenn halt der WM-Modus draußen ist. Ich hoffe, der wird schnell kommen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Ich bin jetzt an dieser Stelle wirklich raus. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und tschüssi!